Erste Schritte mit KI. Sie möchten KI in Ihrem Unternehmen einsetzen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Dieses Video zeigt Ihnen in 6 einfachen Schritten, wie Sie bei der Einführung von KI vorgehen können. Schritt 1: Veränderung. Die Einführung von KI ist nicht nur eine große Chance, sondern im gleichen Maße eine Herausforderung für Ihr Unternehmen. Stellen Sie sicher, dass möglichst viele Unternehmensbereiche ein gleiches Interesse an KI haben. Vor allem auf der Geschäftsführungsebene sollte man einstimmig hinter dem Vorhaben stehen. Schritt 2: Einsatzgebiete und Ziele. Identifizieren Sie Bereiche in Ihrem Unternehmen, die von KI profitieren würden. Prüfen Sie, ob und wo andere Unternehmen Ihrer Branche KI einsetzen. Analysieren Sie Ihre internen Daten, um Ansatzpunkte für KI zu identifizieren. Oder nutzen Sie das Know-how von Experten. Diese bieten das benötigte KI-spezifische Fachwissen und helfen Ihnen, Schwachstellen aus Kunden- und Mitarbeitenden-Sicht zu identifizieren, die sich mit KI verbessern lassen. Haben Sie mögliche Einsatzgebiete identifiziert, sollten Sie Ziele definieren, um den Überblick zu behalten und die Entwicklung von Lösungen zu erleichtern. Schritt 3: KI-Bereitschaft. Prüfen Sie nun, ob Ihr Unternehmen die nötige Infrastruktur für den Einsatz von KI besitzt. Ist Ihr Betrieb ausreichend digitalisiert und können Sie einer KI Daten in angemessener Qualität als Arbeitsgrundlage zur Verfügung stellen? Sind Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte offen gegenüber einer künstlichen Intelligenz? Und ist Ihre Unternehmenskultur bereit, in Zukunft eigenständige Entscheidungen einer künstlichen Intelligenz zu tragen und zu verantworten? Sie sollten außerdem einen Mitarbeitenden im Bereich KI weiterqualifizieren. So kann dieser alle Anforderungen bezüglich KI im Unternehmen im Blick behalten und externen Beratern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Schritt 4: Umsetzungspartner. Experten unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Pläne. Auf der technischen Seite sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie eine bereits bestehende KI nutzen wollen oder ob Sie eine speziell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Lösung brauchen. Es kann außerdem sinnvoll sein, sogenannte Change-Management-Experten zu Rate zu ziehen. Diese sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeitenden in den Einführungsprozess mit einbezogen werden und dieser reibungslos verläuft. Schritt 5: KI-Fahrplan. Haben Sie Ihre Umsetzungspartner ausgewählt, gilt es nun, Zwischenziele zu definieren. Wann soll die Einführung stattfinden? Welche Unternehmensbereiche müssen vorbereitet werden? Und was sind die Leistungskennzahlen, um den Erfolg zu bewerten? Diese vorab definierten Leistungskennzahlen sollten während der nächsten Schritte stets überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Schritt 6: Pilotprojekte und Implementierung. Nutzen Sie Pilotprojekte, um zu ermitteln, ob die KI ihren gewünschten Effekt erzielt. Mithilfe von leichtgewichtigen Prototypen können Sie beispielsweise in kurzer Zeit wertvolle Erkenntnisse gewinnen und auf deren Basis Ihre Leistungskennzahlen gegebenenfalls anpassen. Auf dieser Grundlage können Sie die KI nun im gesamten Unternehmen implementieren. Weitere Informationen und kompetente Unterstützung zu allen Fragen bezüglich KI erhalten Sie von den regionalen KI-Labs in Baden-Württemberg und unter www.wirtschaft-digital-bw.de/ki-labs.